Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, was ihr gegen Falten am Hals tun könnt. Wir machen heute gemeinsam vier Übungen, die dem Hals zugutekommen. Mein Name ist Christina Schmid, ich bin die Autorin von SheStark Botox und natürliches Facelifting und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Ich habe mich eine Weile nicht melden können, bin jetzt aber wieder da und freue mich wahnsinnig, wieder neue Videos zu machen, denn ich habe einen Haufen spannender Themen für euch. Und natürlich gibt es heute auch wieder ein Gewinnspiel. Passend zum Thema können heute drei von euch unser spezielles Kollagenpulver gewinnen. Es ist nämlich kein Breitbandkollagen, sondern ein spezielles Kollagen, welches die Fibroblasten der Haut stimuliert. Breitbandkollagene sind super und gesund, aber sie verteilen sich einfach im ganzen Körper. Dieses Kollagen geht direkt in die Haut. Denn einer der Gründe, warum Falten entstehen, vor allem wenn es um so dünne Hautstellen geht, wie um die Augen herum oder am Hals, ist der Abbau von Kollagen. Ich habe vor einiger Zeit auch einen Artikel zu diesem Thema geschrieben. Ich werde euch den unten unter dem Video verlinken. Wie du gewinnen kannst, erfährst du am Ende des Videos. Wir wollen uns heute also anschauen, warum die Haut am Hals zum Hängen neigt. Der Grund dafür mag überraschen, unser Hals wird mit dem Alter leider immer kürzer. Seitdem wir Smartphones haben, geht das noch schneller als früher. Aber auch abseits von Smartphones sind wir gezwungen, in dieser vorgestreckten Haltung einfach ganz viel Zeit unseres Tages zu verbringen. Wenn wir am Computer sitzen, wenn wir arbeiten, wenn wir kochen, diese Haltung nehmen wir einfach ganz oft ein. Und sie führt dazu, dass sich hier die Muskeln und die Faszien verkürzen. Wir haben dann irgendwann praktisch zu viel Haut für zu wenig Hals. Es ist aber nicht nur so, dass sich der Hals verkürzt, sondern die verkürzten Muskeln holen sich die Länge natürlich aus dem Gesicht und das führt dazu, dass die Gesichtskonturen verschwinden. Dieses Thema ist also enorm wichtig, wenn es euch um eure Gesichtskonturen geht und um einen schönen Hals. Und deswegen ist mein Vorschlag, bevor wir zu der eigentlichen Gesichts-Yoga-Übung kommen, die den Hals schön aufbaut, würde ich euch sehr gerne meine Lieblings-Dehnübungen zeigen, die diese Verkürzungen im Halsbereich ausgleichen. Und die erste Übung dehnt erst einmal die großen Faszien am Rücken und wärmt den Bereich hier schön durch. Also, ich habe hier leider nur so ein Mini-Studio, ich hoffe, ihr seht das alles. Wir ziehen die Schultern zum Hals, Brust nach vorne, wir schauen nach oben, heben die Ellbogen und dann die Arme nach oben, verschränken die Finger und verharren in dieser Position eine Minute lang. Ich gehe mal ein bisschen nach unten, dass ihr seht, meine Finger sind oben verschränkt. Tut mir leid, ich habe hier nicht ganz so viel Platz, um euch mehr zu zeigen. Aber ihr habt das gesehen, wir heben zuerst die Schultern hoch, dann die Brust hoch, Gesicht nach oben, dann die Ellbogen nach oben und verschränken dann die Finger über dem Kopf und bleiben mal eine Weile in dieser Position. Bleibt mal eine Minute drin. Das ist sicher eine ungewöhnliche Position, aber das Gefühl hintnach ist einfach herrlich. Die Credits für diese Übung möchte ich der lieben Johanna geben, einer YouTube-Kollegin, die ich euch unten gerne verlinken kann. Ich möchte die Übung nicht einfach so klauen. Ich habe sie auf ihrem Kanal gefunden und finde sie einfach so großartig. Noch nicht während dem Üben, aber hintnach schon. Also wenn dich das Thema Faszien interessiert, kann ich dir den Kanal wirklich nur empfehlen. Und nach einer Minute lass langsam los. Und dann wirst du merken, oh, das ist so ein schönes Gefühl im ganzen Bereich. Jetzt dehnen wir einmal die hinteren Faszien. Und zwar stehe einfach ganz entspannt, zieh den Kopf dann ein bisschen ein, hier unten. Ja? Ich zeige das mal von der Seite. Einziehen, runter und wieder hoch. Wir federn den Kopf nach unten und wieder hoch. Und das bedeutet, versuch diese Bewegung zu machen, möglichst ohne Muskelanstrengung. Stell dir vor, dass deine Faszien wie Gummibänder sind, die deinen Kopf hinten halten und auf diesem Gummiband geht der Kopf runter und der Gummiband zieht ihn wieder hoch. Also Kinn einziehen, also Doppelkinn machen, runter und schön mühelos wieder hoch. Einziehen, runter und hoch. Und das machen wir in verschiedene Richtungen. Ja, einziehen, runter und hoch.
Nicht ruckartig, ja, sondern ganz sanft. Das ist eine ganz sanfte Bewegung. Hier, es ist nicht notwendig, irgendwie möglichst ins Maximum zu gehen, sondern lass die Bewegung wirklich ganz sanft passieren. Diese sanften Bewegungen werden komplett unterschätzt. Wir sind immer auf Leistung aus, aber hier geht es nicht um Leistung, sondern hier geht es um eine sanfte Dehnung. Okay, also Kinn einziehen, runterfedern und wieder hoch. Die ganze Zeit sind die Schultern ganz entspannt, in verschiedene Richtungen einfach auch zur Seite. Kinn einziehen, runter und wieder hoch, wie auf einem Gummiband. In verschiedenste Richtungen. Das kannst du natürlich noch länger machen. Ich möchte das heute hier einfach nur vorzeigen. Aber hier kannst du dir schön Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, den hinteren Bereich bei mir genügen wirklich diese zwei Übungen, um eine deutliche Besserung zu merken, dass das alles entspannter ist. Und dass hier Dehnung reinkommt, ohne dass ich, wie gesagt, ja, da jetzt groß dehnen und überdehnen muss. Der Bereich ist wirklich sehr empfindlich. Jetzt dehnen wir die vorderen Faszien. Ganz wichtig, und zwar nach oben schauen, Kinn nach vorne, ja, und dann so seitlich in verschiedene Richtungen ausdehnen. Der Unterkiefer bleibt die ganze Zeit vorne. Wir bewegen den Kopf in verschiedene Richtungen, natürlich auch auf die andere Seite. Auch das kannst du natürlich länger machen. Du kannst nach dieser Übung noch einmal die andere Übung machen, bis du merkst, die Muskeln arbeiten natürlich zusammen, genauso wie die Faszien, bis du merkst, dass hier so eine Art Gleichgewicht sich eingestellt hat. Und jetzt können wir mit der eigentlichen Gesichts-Yoga-Übung anfangen. Grundsätzlich ist es ja so, dass hier viele Gesichts-Yoga-Übungen den Hals integrieren. Du wirst beim Trainieren von Gesichts-Yoga feststellen, dass der Hals sozusagen nebenbei mitmacht, wenn du dein Gesicht trainierst. Das ist deswegen so, weil die Muskeln hier einfach ineinander greifen und nicht isoliert sind. Der Hals ist nicht isoliert. Und durch dieses Ineinandergreifen der Muskulatur finde ich es immer sehr sinnvoll, ein Programm für den gesamten Bereich zu haben. Solche Programme, genauso wie Massagen gegen Falten, findest du in meinem Online-Kurs. Denn auch Schrupfen und Schaben sind für den Halsbereich ganz super. In unseren Massagen integrieren wir dann das Dekolleté auch noch. Aber jetzt schauen wir uns eine Gesichts-Yoga-Übung an, die speziell den Halsbereich trainiert. Dazu schiebst du bitte den Unterkiefer nach vorne. Achte auf eine gerade Körperhaltung. Unterkiefer nach vorne schieben. Den Kopf in den Nacken legen. Und du spürst hier schon die Dehnung. Und jetzt legst du bitte die Zunge an den Gaumen, und zwar die ganze Zunge, nicht die Zungenspitze. Wir arbeiten vor allem mit dem hinteren Teil der Zunge. Die Zunge liegt auf dem Gaumen und presst immer wieder gegen den Gaumen. Das sieht dann so aus, du müsstest die Bewegung hier spüren. Und während du das machst, streichst du bitte mit deinen Händen fest nach unten. Du kannst dann diese gestreckte Haut gerne auch hier unten fixieren. Du merkst, wie das arbeitet. Und entspannen. Du kannst gerne den Kiefer ausklopfen. Das ist eine entspannende Bewegung für die Kiefermuskulatur.
Wer kein geübter Gesichtsyogi ist, für den kann das am Anfang ein bisschen viel sein, aber keine Angst. Du hast auch hier Faszien, die natürlich mit den anderen Faszien verbunden sind. Und an diese Dehnung wirst du dich mit der Zeit gewöhnen, aber am Anfang kann es ein bisschen viel sein. Also gerne hier ausmassieren und ausklopfen. Achte bei dieser Übung bitte auf eine gerade Körperhaltung. Ja, es ist kontraproduktiv, die Schultern hängen zu lassen oder vielleicht, weil man gerade am Schreibtisch sitzt und aufgestützt ist und dann das so zu versuchen, das bringt nichts. Der Körper muss aufgerichtet sein, die Schultern müssen gerade sein. Und dann, du kannst diese Übung gerne am Anfang eine halbe Minute lang machen. Mit der Zeit kannst du es gerne steigern. Und man kann diese Übung gerne auch auf die Seite machen. Das heißt, man schaut nach rechts, schiebt den Unterkiefer nach vorne, legt den Kopf in den Nacken und lässt die Zunge pulsieren. Dann spürst du das Ganze vor allem auf dieser Seite. Und dasselbe kannst du auf die andere Seite machen. Wie gesagt, die dünne Haut in diesem Bereich freut sich über mehr Kollagen. Und wenn du eines davon gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitmachst. Am Montag werde ich die Gewinner im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben. Und vergiss nicht, deine Haltung macht dein Gesicht. Wenn du der Meinung bist, dass uns Mädels eine aufrechte, entspannte Haltung gut steht, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Meine Lieben, es hat mich unglaublich gefreut, wieder mal ein Video für euch zu machen. Schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald.